zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme der Serie Die Evolutionstheorie erklärt. Oder mit anderen Worten, ist die Evolutionstheorie eine Religion oder ist sie eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die sich im Licht der Bibel bewahrheitet? Naja, ich denke, wir haben Letzteres schon in den letzten Lesungen ordentlich widerlegt. Auf jeden Fall gehen wir heute in den nächsten Teil dieser Serie, in dieser Lesung mit rein. Wir haben noch ein paar Seiten in dem Papier, was Darwin nicht wusste, vor uns. Wir sind ein bisschen inzwischen, haben eine kleine Pause gemacht bis zu dieser Sendung heute. Aus verschiedenen Gründen hat sich das so ergeben. Ich hoffe, dass wir noch einige Sendungen vor uns haben. Und wir, das sind ich, Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, und natürlich mein Bruder Maximilian, der in Deutschland, ich glaube, im Augenblick in Magdeburg am Computer sitzt und sich darauf freut, mit mir wieder eine Sendung machen zu können und dem wir am Anfang auch ein bisschen erstmal das Wort geben möchte. Dankeschön, Computer, dass du mir hier das Bild ausschaltest. So, da ist der Max. Hallo Max, herzlich willkommen. Und ich hoffe, es geht dir wieder einigermaßen gut, weil du bist ganz schön erkältet im Moment, ne? Ja, noch ein bisschen, das stimmt. Es geht mir aber besser. Also ich habe nur noch ein bisschen Schnupfen und so, das Schlimmste ist überstanden. ich habe mich jetzt auch die Woche schon auf diese Lesung wieder gefreut. Es ist in der Tat so, dass es also immer eine wunderbare Arbeit ist, wenn man im Lichte der Bibel lebt und sich die ganzen Lehren mal anschaut und zu Gemüte führt, die wir so in unserem Laufe des Lebens gelehrt bekommen haben. Und dann doch immer wieder feststellt, dass die Bibel tatsächlich wahr ist. Das ist eine so wundervolle Erfahrung und da freue ich mich auch heute wieder drauf. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Artikel, da werden wir auch gleich nochmal einsteigen. Ich hatte mir vorher jetzt nochmal vorgenommen, kurz nochmal was zum Francis Galton vorzulesen. Muss gleich vorwegnehmen, das ist jetzt auch nur wieder zwischen Anführungszeichen der Wikipedia-Artikel, mea culpa, aber nichtsdestotrotz sind da ja viele Zusammenhänge auch immer gegeben und wenn man sich da dann so durchklickt, dann landet man immer wieder bei sehr interessanten Persönlichkeiten. Francis Galton, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, ich glaube, das ging zurück auf einen Kommentar, den du vorgelesen hattest, wo es um den Erasmus Darwin geht und der dann also auch aufgrund seines Werkes, das dann Charles Darwin und mit seinem Namen offiziell herausgebracht hat, ja, was ja so nicht ganz der Wahrheit entspricht, was dann also genutzt wurde, um die Eugenik zu begründen. Und diese ist ja nun auch sehr wichtig, wenn wir uns die deutsche Geschichte anschauen. Also im Dritten Reich, im Dritten Katholischen Reich wurde die ja auch massivst fortgeführt und angewendet. Und in diesem Sinne fand ich das vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass wir uns den nochmal anschauen, der nämlich als der Vater der Eugenik in die Geschichten eingegangen ist. Ja, ich fange mal hier direkt mit an. Du hast den ja schon offen, ne? Den Artikel. War man das da? Ja, siehst du doch, oder? Ja, ja, genau, sehe ich, ja. Ja. Du hast jetzt auch das Bild von Eugenik gleich offen. Ja, das ist, fand ich auch ein schönes Bild. Komischerweise auch wieder sehr. Fällt ja mal diese biblische Baum ein, der da irgendwie gebraucht wird. Also, gibt natürlich jetzt keinen biblischen Baum, weil man soll sich ja kein Bildnis machen, ist ja klar, aber ist auch jetzt wurscht. Ich fange einfach mal an. Der Sir Francis Galton, 16. Februar 1822 in Sprockbrook, Birmingham geboren und am 17. Januar 1911 in Haslemere, Surrey gestorben, war ein britischer Naturforscher und Schriftsteller. Galton gilt als einer der Väter der Eugenik. Durch seine Vielseitigkeit machte er sich in verschiedenen Disziplinen seinen Namen. Er war als Geograf und Afrika-Forscher tätig, entwickelte als Meteorologe unter anderem die erste Wetterkarte und beschäftigte sich mit der Vererbungslehre, insbesondere mit der Vererbung der Intelligenz und des Talents, wobei seine Arbeit Hereditary Genius von 1869 in weiten Teilen der intellektuellen Welt wahrgenommen wurde. Laut Aussage seines Freundes Carl Pearson sei
Zitat, die Verbesserung der menschlichen Rasse, Zitat Ende, sein Ziel gewesen. In Zusammenhang mit seinen Untersuchungen führte er verschiedene statistische Methoden ein. Zum Beispiel prägte er den Begriff Regression 1889 beim Studium der Vererbung und wendete zusammen mit Pearson erstmals den Begriff Korrelationskoeffizienz an. Neben seiner prominenten Rolle in der Entwicklung der Eugenik, die er als Forschungsgebiet und semantisch als Begriff entwickelte, gilt Galton auch als Vater der Dactyloskopie, als ein Mitbegründer der Differentialpsychologie und zusammen mit William Wundt der experimentellen Psychologie. Weiterhin ist er Entwickler und Namensgeber des Galton-Bretts. Das ist hier so ein Zufallexperiment, was bestimmt viele auch noch kennen. Das ist so ein Brett, wo man also, kannst ja mal drauf gehen auf das Wort, dann siehst du dazu gleich das Bild. Das ist so ein Verteilungsschema, wo dann durch Zufall also die Kugeln dann entsprechend fallen, wenn sie durch eine kleine Öffnung oben reingelassen werden. Eines Modells zur Demonstration von Wahrscheinlichkeitsverteilung und der Gen. Also mit anderen Worten, Tetris des 19. Jahrhunderts. ja, genau. Mich erinnert das vor allem auch immer ein bisschen an eine, in der Atomphysik wird eine ähnliche Wahrscheinlichkeit getroffen, wenn du durch einen Raster Elektronen schießt, da kenne ich das her. Also ich kannte das vor allem auch aus der Mathematik jetzt noch aus der Oberstufe, aber es ist immer nur erstaunlich, dass man an so vielen Stellen sieht, ja, welche Leute da eigentlich so auch generell die Schulbücher geprägt haben. Ja, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Nest, ja, und man trifft immer wieder die ähnlichen Persönlichkeiten an. Also wir kommen noch zu der Verwandtschaft mit Erasmus Darwin. Das Galtenbrett hat er also entwickelt. Eines Modells zur Demonstration von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und der Galtenpfeife, eines Instruments zur Erzeugung extrem hoher Töne. Insgesamt schrieb er über 340 Artikel und Bücher. Also er war natürlich sehr, ja, hat also sehr viel beigetragen zur sogenannten Wissenschaft. Er wurde 1909 zum Ritter geschlagen und war, wie auch sein Cousin Charles Darwin, ein Enkel von Erasmus Darwin. Aha, da sind wir wieder bei den Darwins. Also selbe Familie. Genau. Und wurde zum Ritter geschlagen, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Auch dieselbe Familie, ne? Die Rittergeschlagen-Familie, sag ich mal. Mhm. Mhm. Gerade jetzt auch schon wieder zum Papsttum der Bezug, ne? Genau, mhm. Deswegen erwähne ich das ja. 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 Ich wollte Kindheit und Jugend. Francis Galton wurde am 16. Februar 1822 auf dem elterlichen Anwesen Ledgers in der Nähe von Spaker Brook, Birmingham, geboren. Er war das neunte und letzte Kind seines Vaters Samuel Tertius Galton, eines Sohnes Samuel John Galtons und seiner Mutter Frances Anne Violetta, einer Tochter Erasmus Darwins, womit er denselben Großvater wie Charles Darwin hatte. Die Galtons waren vor allem erfolgreiche Waffenhersteller und Banker, die der religiösen Gemeinschaft der Quaker angehörten, während bei den Darwins angesehene Mediziner und Naturwissenschaftler dominierten. Also hier auch interessanter Punkt, dass es hier sich um Waffenhersteller und Banker handelt und was das meistens dann halt für ja, Menschen sind, die dann also der Wissenschaft und im Grunde genommen auch der Industrie anhängen. Das, ja, dürfte einem jeden klar sein. Du hattest jetzt noch vielleicht einen Punkt zu den Quakern. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja eine religiöse Gemeinschaft, die vielleicht viele auch schon mal gehört haben. Ja, es ist eine religiöse Gemeinschaft, die vor allen Dingen bekannt ist durch William Penn, der ja in Pennsylvania die Quaker in den Vereinigten Staaten von Amerika, also damals in den Kolonien, gegründet hatte, nachdem ihm vom englischen König da ein Stück Land zugesichert wurde. Mhm. Und die Quaker waren eine oder sind eine ziemlich bibelfeste, oder nein, nicht bibelfest unbedingt, aber eine ziemlich an die Bibel sich anlehnende Denomination des Protestantismus, die aber auch Fehler in ihren Lehren haben. Ja, so lehren sie bei Weise von Sprechen, dass in jedem Menschen das Licht Jesu Christi ist. Also jeder ist irgendwie ein kleines bisschen Gott. Und das ist natürlich eine Vermischung der Lehre aus der Schlange aus dem Garten von Eden, die damit beigehört. Also das ist nicht so 100% bibelfest, aber sie sind sehr fundamentalistisch in ihrem Glauben. Genau wie die Puritaner. Ja? Die Quäker und die Puritaner waren diejenigen, die in England also viel dafür gesorgt haben, dass man eben
den Protestantismus hochhält, vor allen Dingen dann ab Mitte des 16. Jahrhunderts in England, und die eben auch dafür gesorgt haben, dass viele katholische Könige in England ein schweres Leben hatten, wie eben Karl II., der dem William Penn das Land in den Kolonien damals geschenkt hat. Und der Karl II., wie Karl I., das heißt ja, das ist ja eingedeutscht, das ist ja Charles, ne? Wie wir heute auch diesen Prinz Charles haben, das wäre dann Karl III., dieser Charles, wenn er denn König werden würde. Die Karls, die sind alle Katholiken gewesen. Und die hatten einen ziemlich schwierigen Stand in England in der damaligen Zeit. Vor allem natürlich in der Zeit dann, müssen wir bedenken, das war jetzt, wir sprechen bei Karl III., sprechen wir vom 17. Jahrhundert. Also alles in der Nachfolge nach König James I., der hat ja gelebt bis 1600 irgendwas, ich glaube 27 oder so. Und der uns also die König-Jakobus-Bibel gebracht hat. Und die Könige, die danach kamen, waren oftmals eben Katholiken. Aber die Bevölkerung war nicht katholisch und hat diese nicht akzeptiert. Und da gab es dann Ende des 17. Jahrhunderts auch die große Revolution, wie man das in England nennt, ja, den Aufstand gegen den König, wo sie den König verdammt haben und dann später einen neuen importiert haben, mehr oder weniger. Das war nämlich der Ehemann von der Königin Maria. Und den kennen wir als den Prinzen von Oranje, ja, der Prince of Orange aus den Niederlanden, der dann eine Zeit lang dort regiert hat. Also das ist eine sehr wühlige Zeit gewesen und diese Quäker waren eben auch teilweise in England, eine nicht so sehr geliebte Glaubensrichtung, sage ich jetzt mal. Und von daher, dass der William Penn halt da abgedungen hat, ein Stück Land in den Kolonien geschenkt zu bekommen und dort in den Kolonien eben auch dann seine Religion hat frönen können und Pennsylvania im Grunde der Quaker-Staat war in den Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an. Das ist so ein bisschen zu der Geschichte dahin. Ja, ja, ich lasse mal eben den nächsten Artikel aus. Da geht es darum, dass er sehr früh sich im Alter von 6 Jahren schon mit Shakespeare und solchen Werken befasst hatte. Hätte er mal die Bibel lesen sollen. Aber also auch sehr, sehr inzwischen Anführungszeichen hochbegabt. Ja, wenn man entsprechend gefördert wird, ist das auch kein Wunder. Ich lasse mal den nächsten Absatz aus. Wie gesagt, mit 5 Jahren kam Galton auf eine Schule in der Nähe des elterlichen Anwesens, in der er sich durch seine Leistung auszeichnete. Mit 8,5 Jahren wurde er auf ein Internat nach Boulogne-sur-Mer geschickt. Hier wurde er zunächst in einer höhere Klasse eingestuft, in der seine Mitschüler 6 bis 7 Jahren älter waren als er. Als sich zeigte, dass er mit deren Kenntnisse in den alten Sprachen nicht mithalten konnte, wurde er jedoch wieder in eine tiefere Klasse versetzt. Mit 10 Jahren wechselte er auf eine Privatschule in Kenilworth, in der es lediglich 6 Schüler gab und in der seine naturkundlichen Interessen sehr gefördert wurden. In der Zeit in der King Edward School in Birmingham, die er im Alter von 13 bis 16,5 Jahren besuchte, kommentierte Galton hingegen mit dem Satz »I learned nothing«. Die weitaus größte Rolle hatte auf dieser Schule der altsprachliche Unterricht und explizit die lateinische Grammatik gespielt, wohingegen Galton sich mehr für die Naturwissenschaften, technischen Entwicklungen und englische Literatur interessierte. Hier fand ich nochmal interessant den Bezug zu Boulogne-sur-Mer. Ich weiß, der ist da zwar nur in einer gewissen Zeit zur Schule gegangen, aber mir ist der Ort bekannt wegen der Marienpilgerfahrten, die dort immer noch eine Rolle spielen, auch heute noch. Ich kann jetzt leider zu den Schulen selber nichts sagen, da ließ ich jetzt nichts direkt rausfinden, dass es jetzt irgendwie jesuitische Schulen sind oder dergleichen. Aber wenn wir hier über eine kleine Stadt mit 40.000 Einwohnern sprechen, die für eine Marienpilgerfahrt bekannt ist, dann schließt sich mir da irgendwo auch schon wieder eine Erkenntnis, ja, dass das alles irgendwo auch entsprechend des Elternhauses auch zusammenhängt. Ne? Und gerade jetzt auch Bezug nehmen, da werden wir uns ja hoffentlich in der Zukunft auch nochmal mit befassen, mit diesen ganzen Marienpilgerfahrten, die auch heute immer noch ein boomendes Geschäft sind. Wenn wir dann mal zu dem Buch Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All kommen. Und werden dann zu dem Punkt sicherlich auch nochmal tiefer eingehen. Ansonsten ist er hier also, hat er sein Medizinstudium absolviert, hat dann auch, wie Charles Darwin auch, eine Forschungsreise unternommen. Ja, also ist hier entlang Ägypten, dem Nil entlang gefahren, Khartoum und Sudan gewesen, war in Damaskus, den Jordan entlang. Dann hat er sich der Royal Geographical Society angeschlossen und brach im April 1850 zu einer sorgfältig geplanten Forschungsreise nach Südwestafrika auf, die er selbst finanzierte.
Also auch hier haben wir wieder, wie ähnlich wie bei Charles Darwin, also eine ja, mehrere Forschungsreisen, die finanziert wurden. Und das hat dann auch weiterhin zu seinen Werken geführt, die eben die Eugenik betreffen. Hier hat er noch später über diese Reise geschrieben, Zitat, ich habe genug wilde Rassen gesehen, um so viel Material zu erhalten, dass ich den Rest meines Lebens darüber nachdenken kann. Das war 1886. Ja, nach seiner Rückkehr im Jahre 1851 publizierte er im darauffolgenden Jahr seinen Bericht Narrative of an Explorer in Tropical South Africa, der nicht nur in Großbritannien wahrgenommen wurde und für den die goldene Medaille der Royal Geographical Society und die silberne Medaille der französischen Geographischen Gesellschaft erhielt. Das sind also ähnlicher Lebenslauf wie Charles Darwin. Ne? Nur, dass das halt alles ein bisschen in die Eugenik und die Rassenlehre gegangen ist. Und zur Eugenik und Rassenlehre lesen wir hier noch einen kleinen Auszug. Durch die Herausgabe des Werkes Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favorite Races in the Struggle of Life seines Cousins Charles Darwin 1859 erhielt das Leben Francis Galtons eine neue Richtung. Angeregt durch dieses Werk beschäftigte er sich mit den Grundlagen der Vererbungslehre. Er wandte als erster empirische Methoden auf die Vererbung geistiger Eigenschaften, insbesondere der Hochbegabungen, an. Sein berühmtes Werk Hereditary Genius, 1869, kann als der Vorläufer der Verhaltensgenetik angesehen werden. Seine vermeintlichen Erkenntnisse über die Vererbung von Merkmalen übertrug er auch auf das menschliche Denkvermögen und führte den Begriff der Eugenik ein, worunter er eine Lehre verstand, die sich das Ziel setzt, durch gute Zucht, zwischen Anführungszeichen, den Anteil positiv bewerteter menschlicher Erbanlagen zu vergrößern. Galton behauptete, dass alle Unterschiede zwischen den Völkern zwangsläufig genetischer Natur seien. Die Angehörigen einer, zwischen Anführungszeichen, niederen Rasse, also der Schwarzen, die von Weißen aufgezogen werden, behielten, Zitat, eine wilde, unzähmbare Ruhelosigkeit, die den Wilden angeboren sei. Zitat, der Neger, der heute in den Vereinigten Staaten geboren wird, hat die gleichen natürlichen Eigenschaften wie sein entfernter Vetter, der in Afrika geboren wird. Die Tatsache seiner Transplantation bewirkte keine Veränderung seiner Natur. Also ja. Keine Evolution. Hä? Ja, es ist interessant, dass hier auch die Erkenntnisse, die er sich so gesetzt hatte, um eben das Gegenteil zu beweisen, tatsächlich wieder nur die Bibel bestätigt haben. Also wenn man es jetzt mal ganz runterbricht. Ja. Und das treffen wir nicht nur jetzt auch hier beim Golden, das treffen wir eigentlich überall. Ich erinnere mich an ein Experiment, was man 1800 irgendwas mal in Paris gemacht hat, um die Rotation der Erde zu beweisen. Dieses Pendel-Experiment, ja, also wo man also irgendwie ein riesiges Pendel aufhängt und meint, ja, es schwingt dann in eine Richtung zu einer gewissen Geschwindigkeit und damit lässt sich dann die Rotation der Erde beweisen. Das Experiment wird heute noch durchgeführt und das Ergebnis dahingehend ausgelegt. In der Tat ist es aber so, dass sich niemals das Pendel immer in die gleiche Richtung bewegt oder aber mit der gleichen Geschwindigkeit und so in der Art und Weise. Also es sind immer irgendwo zwei Experimente aufgeführt, aber die Ergebnisse, wenn man zwar wirklich nachprüft, sprechen da eine ganz andere Sprache als das, was uns gelehrt wird. Ähnlich ist es auch mit der Masse. Also uns wird ja gelehrt, ne, es gibt ja Gravitation angeblich. Also dass ein Objekt nur aufgrund der Masse eine Anziehungskraft hat. Und das ein ähnliches Experiment wurde ebenfalls durchgeführt mit einer riesigen Eisenkugel. Und man ist im Grunde genommen nur zu dem Entschluss gekommen, dass eine Masse, die wir Menschen so jetzt schaffen können, niemals eine Anziehungskraft entwickelt. Also müssten dann schon den Erdball nehmen. Und auch da sind wir dann leider wieder auf Material angewiesen, was uns von außen zugeführt wird. Ich verweise da auf die NASA und Hollywood. Ich bin der Überzeugung, dass es keine Erdanziehungskraft gibt. Dinge fallen nach unten, weil sie schwerer sind als Luft. So einfach ja, ist das. Es ist das Gesetz der Dichte. Ja, das ist ein Naturgesetz. Keine Frage, aber man muss sich ja fragen, wieso es denn noch Gravitation braucht, wo wir doch schon das Gesetz der Dichte hat, was den Fall von Dingen beschreibt. Eben. Ne? Dass ein Apfel jetzt dichter ist als Luft, das ist einem jeden klar. Und warum brauche ich denn jetzt noch Gravitation, um festzustellen, dass ein Apfel vom Baum fällt? Ne? Also eigentlich hebelt der Gravitation das andere wieder aus. Es ist eine zusätzliche Kraft, die nur her musste,
weil der Mensch irgendwann mal die Kugel Erde erschaffen hat, ja, also die Welt zu einer Kugel gemacht hat, wo uns die Bibel sagt, dass es sich um Erdkreis handelt. Ja, also ich habe auch jetzt letztens erst Jesaja mal wieder gelesen gehabt, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist ein tolles Buch in der Bibel, wie jedes Buch eigentlich in der Bibel. gerade jetzt auch im Hinblick jetzt hier zu dieser Evolutionsserie ist Jesaja Kapitel 10, fand ich da sehr, sehr interessant. Und wir haben ja auch Bezug genommen letztes Mal zu den Leuten, die zum Stein sagen, du hast mich geboren, als wir über Gesteinsspalten sprachen, die Leben hervorgebracht haben. Also es ist wirklich ein Kapitel, was ich jedem mal ans Herz legen möchte, sich mal zu Gemüte zu führen. Ich habe gestern mir Jesaja durchgelesen und im Kapitel 10, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Punkt das da genau war, sind viele Dinge aufgetaucht, auch die uns auch hier für solche Sachen eigentlich wirklich auch sehr nützlich sind. Ja, wir können ja gerne mal Jesaja Kapitel 10 lesen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich da. Ich habe da hätte ich mir natürlich gleich mal irgendwie vielleicht ein Vermerk mal was schreiben können hier, aber ich muss jetzt selber erstmal hier nochmal in die Bibel schauen. Warte mal eben. Ja, wir müssen es ja nicht heute lesen, Bruder. Das können wir ja nächstes Mal integrieren. Ja, also wie gesagt. Lass uns erstmal wissen, was du über den Galten noch zu sagen hast, weil sonst gehen wir mal in den Artikel weiter von. Ja, ich habe da jetzt nicht mehr viel. Die Eugenik an sich, da kann sich jeder selbst auch ein Bild machen. Ne? Muss ja nicht immer. Ich fand den Galten nur insofern interessant, als das halt wirklich auch ein Cousin von Charles Darwin ist. Ja. Und man schon erkennt, dass es also wirklich reiche, große Familien waren, die da im Wesentlichen. Also im Grunde genommen finde ich einfach erstaunlich, dass es eine kleine, elitäre, familiäre Runde ist, die dafür gesorgt hat, dass das Wissen, wie es heute in unseren Schulbüchern auftaucht, dass es eben so ist, wie es ist. Ja, also dass da wirklich eine kleine Gruppe Menschen der Urheber solcher Lehren ist und war, ne? Und das auch nach wie vor noch so der Fall ist. Das ist in Bezug auf das, was du sagst, richtig, in Bezug auf Schulbildung und solche Sachen, wie wir hier jetzt mit Darwin und Galton lernen. Das ist auf der anderen Seite auch richtig, wenn ich in die Musikindustrie gehe. Ich habe gestern Abend mit Michael da Nummer 4 und 25 der Serie aufgenommen über die Gender- und satanische Musikindustrie. Und da haben wir die Sendung angefangen über das Alan Parsons Project. Und warum das denn Alan Parsons Project heißt, und da sind wir auch darauf gekommen, dass da bestimmte Leute auf einmal zusammenarbeiten, die dann auch noch irgendwie über entfernte Ecken miteinander verwandt sind, genau wie hier der Darwin und der Galton. Und sind im Grunde zu dem Schluss gekommen, dass das alles irgendwo eben eine, zwischen Anführungszeichen, Familie ist, die uns da am Lenken ist, sage ich mal. Ja, ist das nicht erstaunlich, ne, dass das jetzt hier auch der Fall ist? Das hängt natürlich damit zusammen, habe ich dann auch gesagt gestern in unserer Lesung da, dass das damit zusammenhängt, weil wir natürlich alle auch nur von denselben sechs Menschen mehr oder weniger stammen. Nämlich von den drei Söhnen Noahs und seinen drei Frauen. Das ist ja im Grunde der Ursprung unseres Daseins hier. Ich meine, das geht natürlich noch weiter zurück, auch vor der Flut und Adam und Eva im Endeffekt. Aber wir sind alle aus diesen Familien heraus. Und es gibt halt bestimmte Familien, die sich hier und da abgeteilt haben von dem Rest der Welt und eine gewisse Führungsposition eingenommen haben. Das haben sie vor Tausenden von Jahren gemacht. Das machten sie vor Hunderten von Jahren. Das machen sie heute auch noch. Und solche Organisationen wie Freimaurer und Jesuiten machen sich das zunutze, gebrauchen diese Blutlinien. Ja, ich spreche jetzt nicht irgendwie von 13 satanischen Blutlinien oder diesem ganzen Quatsch von Springmeier, was man da alles liest. Das ist alles Blödsinn. Zum größten Teil. Ich spreche einfach davon, dass es bestimmte Leute auf dieser Welt gibt, die immer in einem Familienverband irgendwie so zusammenbleiben und eben dafür sorgen, dass der Rest der Welt betrogen wird. Ob du das jetzt in der Schule hast, wie hier mit dem Galton das zum Beispiel auskommt und Darwin, oder ob du das in der Musikindustrie hast, oder ob du das in der Filmindustrie hast, oder ob du das in der Politik hast. Ich sage auch nicht, dass es überall dieselbe Familie ist, aber ich habe mich daran erinnert, dann, als wir das gestern besprochen hatten, dass es da von Walter Veit ein Video gibt, das ich früher mal gesehen habe, und das hieß irgendwas mit den erleuchteten Prinzen. Da. Ich krieg den Titel nicht zusammen. Ein ganz merkwürdiger Titel von dem Walter Veit, ein Video, was er in Deutsch und in Englisch gemacht hat. Und ich habe das in Deutsch und in Englisch ein paar Mal gesehen. Ihr wisst ja, was ich von Walter Veit halte, da geht es ja nicht drum. Aber zum Beispiel belegt er da, dass die amerikanischen Präsidenten alle
Blutabstammung haben mit europäischen Königshäusern. Hauptsächlich mit dem Königshaus von England, das ja eben auch mit Deutschland verwoben ist. Ne? Also Windsor, Sachsen, Coburg und was weiß ich nicht alles. Und dass die alle aus der einen und derselben Familie kommen. Und dass da eben auch Leute mit bei sind aus der Unterhaltungsindustrie, wie zum Beispiel Madonna, die in der Blutlinie von George W. Bush mit bei ist, der so und so, was weiß ich, entfernten Cousin oder was von dem und dem König ist. Ja? Und das ist der Punkt damit bei. Wir haben es da mit einer, ich sag mal, Elite, so wie sie sich selbst nennen und bezeichnen, zu tun, die meinen, den Rest der Welt regieren zu können. Und warum? Weil diese Leute ausgewählt wurden, das Zeichen des Kain zu tragen und alle anderen Leute zu regieren und zu schikanieren. Und das kommt man in der Ausbildung, also in der Schulausbildung trifft man das an. Das trifft man in der Musikindustrie, in der Filmindustrie, in der Politik, in der Wirtschaft. Überall trifft man das an. Weil die ganzen Leute, die in der Wirtschaft oben, ganz oben, ganz, ganz oben stehen, das sind auch ausgewählte Leute. Ja? Das sind von vornherein ausgewählte Leute. Die werden von Kind auf an dazu getrimmt, die Positionen einzunehmen, die sie einnehmen. Ob das in der Unterhaltungsindustrie ist, ob das in der Politik ist, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in der Ausbildung ist, das spielt keine Rolle. Die werden von klein auf an darauf trainiert. Das sind halt bestimmte, zwischen Anführungszeichen, Blutlinien, die dafür sorgen, dass das so ist. Nur die sind so weit gefächert, so breit verteilt und über die ganze Welt verteilt, dass man nicht von einer kleinen Elite sprechen kann. Und deswegen spricht die Bibel von den Leuten, die das Zeichen des Kain tragen. Ja? Und jeder, der das Zeichen des Kain trägt, trägt nicht das Zeichen Gottes. Das ist egal jetzt, was das Zeichen von Kain jetzt ist. Ja? Gehen wir jetzt mal aus von Papst Johannes dem 23., der jetzt bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils gesagt hat, wir tragen das Zeichen des Kain. Das Blut unseres Bruders Abel liegt vom Boden zu schreien und seitdem trampeln wir da drauf. So sinngemäß ungefähr. Man kann das nachlesen, das Zitat. Ich habe das auch in einer der Sendungen gebracht. Ich glaube, in Hinter den Diktatoren oder in einer anderen Buchlesung habe ich das Zitat auch mal gebracht. Herrscher des Bösen, glaube ich, war es eventuell auch mit bei, weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann man ja auch nachlesen. Das Zitat von Johannes dem 23. aus 1963 oder sowas in der Art war das. Das sind halt die Leute, die das Zeichen des Kain tragen. Und die sind geistig miteinander verwandt, weil sie werden von demselben anti- oder unbiblischen Geist geleitet. Genauso wie sie auch im Blut irgendwie vorhanden sind. Und das macht ja auch Sinn, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, um das mal kurz in einen biblischen Kontext zu bringen. Und Max, du kannst gerne zwischendurch Fragen stellen und mich unterbrechen, wenn ich hier zu lange rede. Der Punkt ist doch, dass Israel auch begonnen ist als ein Volk mit einer Blutsverwandtschaft. Ja, wir haben von Jakob, der Israel wurde, die 13 Söhne, wovon 12 Stämme Israels geworden sind. Er hatte nämlich 13 Kinder, das sollte man auch mal in der Bibel ganz gut lesen. Und 12 davon sind halt die Urstämme Israels geworden. Und das ist eine Blutsfamilie gewesen in der Zeit. Die Menschen vom Stamme Dan, Benjamin, Juda, Levitikus, also die Leviten und so weiter und so weiter, das waren alles Familien, das war eine Familie. Und diese Familie ist groß geworden, ist gewachsen, genau wie es in der Welt auch ist. Eine Nation, die wir heute haben, ist ja nichts anderes als eine große Familie. Das fing mal im Kleinen an, das fing mal an mit Ham, Shem und Japhet. Ham, Shem und Japhet, also den drei Söhnen von Noah. Da fing das mal mit an. Die haben ihre Familie gegründet und dann sind Teile der Familie dahin und Babylon und dann sind sie zerstreut und. Lest die Bibel selbst. Aber es ist alles ursprünglich eine Familie. Von daher natürlich logisch, dass die alle irgendwie miteinander verwandt sind. Und da gibt es dann halt die zwischen Anführungszeichen Guten und die zwischen Anführungszeichen Bösen, die alle auch irgendwie miteinander verwandt sind. Und zwar hauptsächlich, also erstmal ursprünglich auf dieser Erde im Materiellen, im Blute. Aber viel wichtiger noch, sie sind verwandt im Geiste. Und dann erkennt man eben auch einen Bruder im Geist. Das sagt man doch sowieso. Das sagt man ja sogar außerhalb der bibeltreuen Christengemeinschaft. Wenn ich zu Max sage, du bist mein Bruder, er ist mein Bruder im Geiste, weil er von demselben Geist geleitet wird wie ich, weil wir uns beide vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber wir sind Bruder im Geiste, weil wir eben auch mehr oder weniger dasselbe denken oder in dieselbe Richtung denken und weil wir dasselbe Fundament haben. Die Bibel alleine und weil wir die Moral unseres Schöpfervaters im Himmel
als unsere Maxime akzeptieren. Deswegen sind wir Brüder im Geiste. Und genauso gibt es das eben auch auf der anderen Seite. Die akzeptieren dann halt eben einen anderen, zwischen Anführungszeichen, Gott. Weil es gibt nur den einen Schöpfer Gott. Der andere macht sich selbst zum Gott. Es gibt keine anderen Götter oder was auch immer. Auch Satan, der Gott der Erde genannt wird, ist das nur, weil die Menschen ihn zum Gott erheben. Er selber ist kein Gott, er ist immer noch ein geschaffenes Wesen, ein geschaffenes, gefallenes Wesen selbst. Ja? Es gibt nur einen Gott und das ist unser Vater im Himmel, der sich dann auf drei verschiedene Arten und Weisen manifestieren kann. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das wir viele Leute dann als Trinität nehmen und so weiter. Aber da weichen wir jetzt ganz und gar von ab. Also so weit wollte ich jetzt gar nicht mal weggehen. Das ist halt eine Sache, da könnte man stundenlang drüber reden und drüber diskutieren. Aber der Punkt ist halt nur, dass wir hier mit dem Galton und dem Darwin drauf gestoßen sind, dass die beiden miteinander blutsverwandt sind. Und das sollte uns gar nicht wundern, weil viele andere Menschen eben auch blutsverwandt sind. Und es gibt eben diese Blutsverwandtschaft, die sich dann in verschiedenen Bereichen dieser Welt niederlässt und den Rest der Welt meint, kontrollieren zu müssen. Im Gegensatz zu dem, was Jesus Christus gelehrt hat, der gesagt hat, ihr seid alle Brüder und Schwestern, ihr seid alle gleich, ihr steht auf einem Level und einer ist euer Meister, der Herr Christus Jesus. Das ist das, was wir bibelgläubigen Christen akzeptieren und das ist das, was die vom Zeichen des Kain geleitet werden, nicht akzeptieren. Und deswegen gibt es einen Streit zwischen uns. Und dieser Streit wird gut erklärt in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. So. Das musste ich jetzt mal eben loswerden. Bist du noch da oder bist du eingeschlafen? Ich bin noch da. Da hast du einen ganz wichtigen Punkt gebracht, ne? Das mit den wenig biblischen Familien eigentlich. Und ich finde es erschreckend festzustellen, dass im Grunde wir über nichts anderes sprechen. Wir sprechen ja auch über elitäre, ja, eng verwandte Familien, die im Grunde genommen unsere gesamte Schulbildung steuern, die gesamte Musikindustrie steuern. Und es ist zurückzuführen auf ein paar Persönlichkeiten, auf ein paar, wie gesagt, elitäre Familien, die uns alle regieren. Das Schlimme daran ist ja im Grunde genommen, dass es ja von der Art und Weise her biblisch aufgebaut ist, nur dass sie aber diese biblische Art und Weise nutzen, um Böses zu tun. Und da erkennen wir dann halt den Widersacher hinter, ja, der eben sich schon irgendwo auch zwischen Anführungszeichen biblisch verhält, nur insoweit, wie es ihn nutzt, ja, um dadurch dann seine böse Agenda durchzusetzen. Und, um sein Ziel zu erreichen, zitiert genau, selbst der Teufel aus der Bibel. So ist es, genau so ist es. Und nichts anderes stellen wir hier anhand dieser Person Golden jetzt auch wieder fest. Ne? Und ja, interessante Verbindung auch zur Musikindustrie an der Stelle. Mhm. Aber es ist interessant natürlich oder wichtig auch, denke ich, dass wir diesen Link hier legen, auch dass die hier verwandt miteinander sind, weil dass die Leute dann immer irgendwo sehen, dass es gibt diese, sage ich jetzt mal sozusagen, wie man es auch immer nennen will, elitäre Rasse oder diese Menschen, die sich selbst als elitär bezeichnen, die meinen, über den Rest der Menschheit herrschen zu müssen und dass die eben auch irgendwie alle miteinander verwandt sind. Es ist kein Zufall, dass dieser Galton, über den wir hier lesen, den Francis Galton, dass der gemacht hat, was er gemacht hat, mit dem Hintergrund, den er hat und dass er diesen Hintergrund hat. Das ist alles vorhergesehen. Unser Vater im Himmel hat das alles bereits vorhergesehen und geplant noch vor der Schaffung der Welt überhaupt. Das steht alles fest. Ja? Es ist nur wir mit unserem kleinen Glauben, die es oftmals nicht akzeptieren wollen, dass es so ist oder die wir uns nicht vorstellen können, wie das tatsächlich alles ineinander zusammenhängt. Aber so hängt es zusammen. Und dies ist wieder mal ein wunderschönes Beispiel, was wir hier jetzt rausgesucht haben mit dem Francis Galton, dass der ein Bruder im Geist mit dem Darwin ist und dass der Charles Darwin ein Bruder im Geist mit seinem Großvater war und was sein Großvater nicht alles erreicht hat. Ja, wenn ihr euch mal Alan Parsons anschaut, wenn die Sendungen dann rauskommen, 24 und 25 der Gender Agenda, da werden euch die Augen aus dem Gesicht fallen oder die Ohren abfallen, mehr oder weniger von dem, was ihr da hört. Das ist unglaublich, was sich da abspielt, auch familienmäßig und so zusammen. Das sieht man so gar nicht. Das wird einem natürlich auch nirgendwo erzählt. Aber ja, es ist so. Und es ist wirklich eine zusammenhängende Agenda, eine Verschwörung gegen die Menschheit eben. Und man kann halt nur hoffen, dass man auf der richtigen Seite mitsitzt. Ne? Und ja. Ja, der Galton und der Darwin gehören genauso hier zusammen wie der Alan Parsons und der, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr, mit dem er das gemacht hat da. Naja, ist ja auch wurscht, ein anderer Toningenieur von Pink Floyd und so, aber.
wessen Geisteskind diese Persönlichkeiten dann aber auch sind, das sehen wir jetzt zum Beispiel anhand der Eugenik des Goltens, jetzt auch speziell nochmal anhand des Nationalsozialismus, ne, die ja die Rassenhygiene oder die Rassenlehre eingebracht haben im Dritten Katholischen Reich, zur Zeit des Nationalsozialismus. Ne. Ja, und diese Eugenik überhaupt ist ja ein Kind der Rassenlehre, ist ein Kind der Evolutionslehre. Genau. Ohne ja. Evolutionslehre würde es A, Rassenlehre, und B, würde es Eugenik nicht geben. Ne? Weil das Rassenlehre, dann, das müssen wir ja. mal ganz eben deutlich sagen, kein Mensch bestreitet, dass es verschiedene verschiedene, zwischen Anführungszeichen, Rassen gibt, wie man das bezeichnet. Die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt ein Blut. Es ist eine Rasse, die menschliche Rasse. Es gibt innerhalb dieser Rasse gibt es dann verschiedene Varietäten, sage ich mal. Der eine hat eine mehr gelbliche Haut, der andere eine mehr braune Haut, der andere eine mehr weiße Haut. Das sind Varietäten, genauso wie Pinscher und Dogge beides Hunde sind. Ja? Aber es ist und bleibt dieselbe Rasse. Pinscher und Dogge bleiben Hund und ein Neger und ein Weißer bleiben Menschen. Ne? Das muss man mal sehen. In der Bibel steht ganz deutlich drin, ein Blut, aus einem Blut sind wir gemacht, ne? Dem Blut von Adam und Eva oder eben dann später von Noah, Ham, Shem und Japhet, die drei Söhne Noahs, wo die Familien heutzutage alle hergekommen sind. Ja, ja, wo die unbiblische Auslegung der Evolution führt, ja, also dieses unbiblische Anpassen von Rassen und das Einteilen von menschlichen Rassen, was die Bibel sagt, dass es nicht gibt. Das können wir uns alle am Nationalsozialismus angucken, wo also im Rahmen von Vernichtung unlebenswerten Lebens, also in Krankenlager irgendwie die Menschen ermordet worden und entsprechend auch Menschenversuche in Konzentrationslagern durchgeführt worden. Aber ich denke, das ist einem jeden bekannt, der sich mit dieser jüngeren Geschichte selber mal ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, da kann man dann, glaube ich, ganz gut dran sehen, wessen Geisteskind eigentlich auch die Eugenik und auch die Evolutionstheorie ist. Ne? Ja, das denke ich auch. Gut, war das, was du alles, was ja, du aus diesem Artikel gut. sagen wolltest? Genau, gut. Ja, dann haben wir, wenn dieser Artikel vorbei ist, dann gehen wir in unseren Artikel von Was Darwin nicht wusste. Und ich hatte ja letztes Mal diese Tabelle, die wir hier sehen, über materiell und nicht materiell vorgelesen. Ich war aber nicht so ganz zufrieden mit meiner Erklärung und habe deswegen den Maximilian gebeten, das so noch einmal eben zu erklären. Im Grunde geht es hier darum, dass wir ganz deutlich machen müssen, dass es einmal eine materielle Welt auf der einen und eine nicht materielle, eben eine geistige Welt auf der anderen Seite gibt. Dass die geistige Seite zwar die materielle, aber die materielle nicht die geistige Seite erschaffen und steuern und lenken kann. Das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst, aber ich glaube, Max kann das noch ein klein wenig besser in Worte fassen, als ich das hier gerade eben konnte. Von daher, Max. Ja, ich find also generell die Grafik schon mal sehr, sehr gut. Du hast sie aber auch, glaube ich, schon ganz gut erklärt gehabt. Ich fand jetzt, wir können da noch mal kurz durchgehen als Basis, weil das ist wirklich eigentlich gar nicht schlecht dargestellt. Also einmal die materielle und einmal die nicht materielle Seite. Materielle Seite, damit sie vier Grundgrößen angegeben. Mit der Formel E gleich mc Quadrat, also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ich bin da nicht ganz so von überzeugt, wie es uns gelehrt wurde. Darf ich da kurz einfallen? Ja, bitte. Lichtgeschwindigkeit hast du gesagt. Ja. Das Problem ist, dass die Lichtgeschwindigkeit keine Konstante ist. Ja. Weil man kann das Licht sogar auf die Geschwindigkeit 0 reduzieren. Ja, es gibt wissenschaftliche Tests, das könnt ihr überall im Internet und sonst wo nachlesen. Die normale Lichtgeschwindigkeit, wie uns gelehrt wird, 300.000 Kilometer in der Sekunde, ist keine Konstante. Das ist die maximale Geschwindigkeit, die das Licht erreichen kann. Man kann es aber abbremsen, auf welche Art und Weise immer. Ich bin ja nun kein Physiker und kann euch das nicht bis ins Detail erklären. Ich kann euch nur so sagen, dass es so ist. Und wenn ihr es wissen wollt, sucht es selbst raus. Wenn hier also eine Theorie aufgebaut wird, die von dem Schauspieler Albert Einstein kommt, die Relativitätstheorie, die als einen festen Punkt innerhalb ihrer Theorie oder innerhalb ihrer Formel die Lichtgeschwindigkeit als eine Konstante ansieht, dann weiß man so schon, dass diese Theorie nichts taugt.
weil die Lichtgeschwindigkeit keine Konstante ist. So, das musste ich mal eben loswerden. Du hast auch vollkommen recht. Erstmal sprechen wir bei der Relativitätstheorie eben auch wieder über eine Theorie. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass Albert Einstein also auch jetzt nur jemand war, der eben zur richtigen Zeit die richtigen Sachen veröffentlicht hat. Ob das seine gesagt, waren, ist noch die große Frage. Ja, das ist jetzt auch genau, ne, eben. Der Punkt ist einfach der, bei Albert Einstein und dieser Relativitätstheorie, der Veröffentlichung dieser weltberühmten Formel, wie es ja überall auch breit erklärt wird, dass es so ist, bin ich über einen Punkt gestolpert, dass nachdem diese Theorie veröffentlicht wurde, sind doch wenig Jahre später die Atombomben gefallen, ne, auf Hiroshima und Nagasaki, ja. Ja, und das hat für mich schon wieder einen ähnlichen Beigeschmack wie die Veröffentlichung des Werkes von Charles Darwin und der anschließenden Funde von Fossilien. Und das hat für mich auch einen ähnlichen Klang wie die Veröffentlichung generell von jesuitischen Werken und das zeitgleiche oder in der nahen Zukunft Durchführen von Umsätzen dieser Theorien als allgemeingültige Wahrheit. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Atombomben so, wie es uns gelehrt wird, dass sie funktionieren, überhaupt funktionieren. Ich glaube nicht, dass da eine Kettenreaktion entstehen kann und schon gar nicht mit einer solchen zerstörerischen Kraft. Ich bin der festen Ansicht, dass da die Bilder, die uns da gezeigt wurden, dass da einfach Tonnen von Dynamit gesprengt wurden. Aber auch das ist sicherlich ein Thema, das können wir ja eigentlich mal speziell beleuchten. Worauf ich jetzt nur hinaus will, weil wir uns mit dieser Grafik befassen, ich glaube nicht, dass dieses E gleich MC Quadrat so ganz das ist, das, was es uns verkauft wird. Ja, also das denke ich, da müssen wir das auf jeden Fall mit Vorsicht betrachten. Dem stimme ich 100% zu und außerdem ist die Relativitätstheorie ja auch schon längst widerlegt. Nur das wird nicht gelehrt. Ja, das ist ein anderer Punkt, ja. Das ist genau wie mit der Evolutionstheorie, die ist auch schon längst widerlegt, aber das wird auch nicht gelehrt. Das ist wie mit der Makroevolution, ist auch schon längst widerlegt. Ich finde da eine ganz wichtige Parallele vielleicht mal eben legen. Die Relativitätstheorie ist widerlegt, die Evolutionstheorie ist widerlegt, nur gelehrt wird es nicht. In der römisch-katholischen Kirche ist bereits seit Jahrhunderten bekannt, dass die pseudo-isidorischen Dekretale und die Schenkung von Konstantin eine Fälschung ist. Das gibt selbst die römisch-katholische Kirche selbst zu. Aber trotzdem basiert sie ihre Machtsposition noch immer auf diesen Punkten, obwohl es schon längst bewiesen ist und selbst von ihr selber anerkannt ist, dass es eine Fälschung ist. Und da sehen wir doch mal wieder die Parallelen, ne? Wunderbare Parallele, ja, zu einer typisch katholischen Doktrin, ja, die man zu glauben hat, weil man ansonsten vor gerade noch mal 500 Jahren noch als Ketzer verbrannt worden wäre, wenn man es nicht tut. Ja, heute, wenn sie es könnten, noch immer so verfahren würde. Ganz sicherlich, ja. Weil die Gesetze über Ketzer sind seit dem Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563 nicht verändert. Und die Gesetze der Inquisition sind übrigens seitdem auch nicht verändert. Das hat jetzt nur einen anderen, viel längeren Namen, aber im Grunde genommen hat sich überhaupt nichts geändert. Ne? Nein. Also. Und wo sie früher mit dem Inquisitionstribunal von Dorf zu Dorf gezogen sind, ziehen sie heute mit ihren Armeen von Land zu Land. Oder schicken eine Drohne, ja, genau. Ja. So ist es. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Link, den du da jetzt nochmal gebracht hast, finde ich. Im Grunde genommen ist es ja wirklich genau das, was unser Weltbild formt. Theorien, die dann im Grunde genommen wir auch in der römisch-katholischen Kirche überall antreffen. Wunderbar. Im Grunde genommen aber der Rest der Grafik ist eigentlich gar nicht so schlecht. Materiell Größe ist im Grunde genommen alles das, was man fühlen, sehen, anfassen, schmecken, riechen kann. Da sprechen wir über die Entropie, die Temperatur, Kraft, Druck, Geschwindigkeit, Viskosität, Magnetismus, Elektrizität, Licht, Radioaktivität, chemische Affinität und chemische Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist alles etwas, was man messen kann. Man kann es empirisch immer wieder durchführen, diese Messungen, und kommt immer wieder zum gleichen Schluss. Im Grunde genommen ist das also das Materielle, ja, was wir also immer wieder überprüfen, anfassen und immer zum selben Schluss kommen können, wenn wir es denn überprüfen. Ja, was haben wir darunter? Ach so, das Geschaffene. Ja, technische Systeme sind Geschaffenes, Kunstwerke sind Geschaffenes und biologische Systeme sind auch Geschaffenes. Da fällt mir dein Lego-Männchen ein aus dieser tollen Grafik, das einen Schöpfer hat. Ja. Ja, und auf der anderen Seite haben wir Nicht-Materielles.
Und da sehen wir als Grundlage immer einen Sender. Ja. Und durch die Pfeile dargestellt wird uns ja eigentlich versucht zu erklären in der Grafik, denke ich, dass also die nicht materielle Seite, die Informationen also als solche, zusammen mit dem Willen, nicht freier Wille, ja, ganz wichtig, finde ich gut, dass das hier nur Wille heißt, dass die Information Einfluss auf diese Materie hat. Ja, und durch diese Information beeinflussbar, also durch Information wird eben die materielle Seite entsprechend lenkbar, steuerbar, regelbar, nutzbar und optimierbar. Ne? Also die nicht materielle Seite mit einem Sender, der Intelligenz voraussetzt, wohlgemerkt, hat dann Einfluss auf die materielle Seite. Und es gibt in keinster Weise eine Möglichkeit, und es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass materielle Seite Einfluss auf die nicht materielle Seite hat. Also, dass es hier genau andersrum sein sollte, dass zum Beispiel Temperatur Einfluss auf universelle Informationen hat, das ist de facto nicht der Fall. Ja. Da sind wir auch in den letzten Lesungen schon tiefer drauf eingegangen, auf den Punkt. Ne. Was haben wir hier noch? Durch Information, Wille, gestaltete Werke. Ja, genau. Also ich denke, das betrifft den Punkt Geschaffenes. Ne? Durch Information, Wille, gestaltete Werke. Ist ja klar, dass ein Künstler eine Figur so gestalten kann. Oder in der Bibel heißt es ja immer, der Töpfer den Ton so gestalten kann, wie er möchte. Und das ist genau das, was hier dann damit gemeint ist. Ja. Gut, dann lese ich nochmal kurz aus dem Artikel bis in den nächsten Unterabschnitt wahrscheinlich rein. Und dann wird unsere Stunde heute auch schon ziemlich schnell vorbei sein. Ach, ist ja hier schon. Ja, genau. Ja. Also okay. Masse und Energie bilden also die Grundgrößen der materiellen Welt und sind miteinander gekoppelt durch die bekannte Einsteinsche Formel Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, oder wie hast du gesagt, heißt das? Ja, genau. Ja. Auf der nicht-materiellen Seite sind ebenso zwei Grundgrößen zu benennen, universelle Information und Wille, die in enger Kopplung zueinander stehen. Wille. Universelle Information und Wille. Hier kann man sogar von einem freien Willen sprechen, weil wir sprechen über den Willen unseres Gottes, nicht vom Menschen, sondern wir sprechen von Gott. Ja? Universelle Information ist nicht des Menschen. Universelle Information oder die allgemeine Information, die kommt von unserem Schöpfer und nicht von uns selber. Ja? Und unser Gott hat einen freien Willen. Der Mensch hatte auch mal einen freien Willen, bis er dann gefallen war. Aber das ist eine andere Sache. Von daher gut, dass du den Punkt angebracht hast. Ich will da jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Ich werde irgendwann mal die Lesung machen über die Disputation zwischen Erasmus und Luther. Das ist für mehrere Stunden, sich damit auseinanderzusetzen, wo Luther ganz deutlich erklärt, dass der freie Wille eine Doktrin des Antichristen ist. Da wollen wir jetzt heute Abend nicht eingehen. Wir lesen jetzt noch ein klein wenig weiter über Naturgesetze und Informationen, sondern sagen die, ja, die wissen, dass sie noch mal 10 Seiten haben und deswegen labern sie hier eine Stunde irgendwas anderes, anstatt in dem Artikel zu lesen. Nein, nein, wir lesen jetzt eben noch in dem Artikel weiter. Nochmal eben hier das Bild verändern. Ich finde, das hier passt ja dazu, wenn wir über Darwin sprechen, dann nehmen wir auch mal sein Buch hier mit rein. Naturgesetze kennen keine Ausnahmen. Sie gelten immer, an jedem Ort, zu jeder Zeit, im ganzen Universum. Daher ist in der Wissenschaft durch Naturgesetze immer die stärkste Argumentation gegeben. Es gibt also kein stärkeres Argument als ein Naturgesetz. Aus den genannten Gesetzmäßigkeiten können durch logische Schlussfolgerungen weitere, sich immer wieder bestätigende und deshalb naturgesetzmäßige Zusammenhänge abgeleitet werden. Diese gilt es nun, wie jedes erkannte Naturgesetz, zu falsifizieren. Das heißt, mit nur einem Gegenbeispiel sind die Zusammenhänge widerlegt und es wären nur scheinbare Naturgesetze gewesen. Sollte sich aber kein Gegenbeispiel finden, erhärten sich die Gesetzmäßigkeiten von Mal zu Mal. Am Anfang jeder Informationskette steht ein intelligenter Urheber oder Sender. Das ist ein Naturgesetz. Information besitzt immer einen vom Urheber festgelegten Code, den wir Grammatik nennen. Es gibt keinen Code ohne bewusste willentliche Vereinbarung, also keinen, der sich zufällig entwickeln kann, ohne Geist. Ja?
Es gibt keinen Code ohne bewusste willentliche Vereinbarung und Materie kann keine Information erzeugen. Hier kommt eine kleine Bemerkung von mir, die ich hier zugefügt habe. Geist erzeugt Materie, nicht Materie erzeugt Geist. Von daher gibt es auch keine künstliche Intelligenz, weil sie keinen Geist hat und kein Leben oder Odem. Ich finde, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, mit dem wir unsere Diskussion heute beschließen können, Max, wenn du damit einverstanden bist. Der Punkt, dass es keine künstliche Intelligenz gibt. Da wollen die Leute uns doch tatsächlich weismachen, ja, aber wir erfinden hier ja jetzt künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz heißt ja, dass die selbstbewusst denken können. Nee, das können sie nicht. Man kann nur mit Algorithmen die eingegebene Information auf eine solche Art und Weise miteinander verlinken, dass, weil hier das aus der Schublade gezogen wird und dort das aus der Schublade gezogen wird, wenn das zusammengefügt wird, dass einen neuen Algorithmus ergibt. Das ist richtig, das kann man machen. Aber man kann keine künstliche Intelligenz schaffen. Fragt mal einen Computer, da gibt es übrigens ganz witzige Videos drüber, wenn ihr Englisch versteht, solltet ihr euch das mal angucken, über die, zwischen Anführungszeichen, künstliche Intelligenz, wie sie heute bereits besteht soweit, dieses Alexa-Computer-Ding, was ihr wahrscheinlich kennt, da von Amazon, diese Haushaltshilfe oder was auch immer, das Ding, was man sich anscheinend ins Haus stellen kann, alle möglichen Fragen stellen kann. Wenn ihr das Ding fragt, was Jesus Christus ist, dann müsst ihr mal sehen, was die Antwort ist. Oder was Gott ist. Dann kann es nur eine Erklärung geben, die ihr in Wikipedia nachlesen könnt. Sie kann euch keine geistig gehaltvolle Antwort geben, die Alexa und dieser Google-Computer und was weiß ich, wie die nicht alle heißen. Es gibt keine künstliche Intelligenz, aber die Menschen lassen sich das natürlich gerne weismachen, weil sie solche Sachen gucken wie Filme wie den Terminator zum Beispiel, ja, aus den 80er Jahren damals, dieser Computer, der mit Fleisch überzogen war und von daher in Menschenform erschienen ist. Filme wie Blade Runner und andere Filme, wie natürlich auch Star Wars zum Beispiel, wo es dann eben diese künstliche Intelligenz gibt. Ne? Wie zum Beispiel, wenn ich da mal kurz dran erinnern darf, diese beiden kleinen Roboter, R2-D2 und C3PO, die ja ganz deutlich vermenschlicht waren. Der eine, obwohl er sogar wie ein Mensch sprechen konnte, der andere, obwohl er nur Piepstöne von sich geben konnte, doch wohl aber den Anschein gegeben hat, dass er denken könnte. Das ist aber nur, weil das vom Menschen eingegeben ist. Nimm den Menschen weg und dieser Computer piepst nur rum und macht sonst gar nichts. Ja? Es gibt also daher keine künstliche Intelligenz. Aber sie machen den Menschen das heute weiß, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und da kommen wir wieder zurück auf die Bibel, da kommen wir wieder zurück auf die Eugenik, da kommen wir wieder zurück auf Charles Darwin, seine Evolutionstheorie, weil mit dieser ganzen Theorie, mit dieser ganzen Lehre der Mensch nur klein gemacht und klein gehalten werden soll. Wobei der Mensch die Krönung der Schöpfung ist, sage ich jetzt mal eben so. Weil er als letztes am sechsten Tag gezeugt wurde, also geschaffen wurde, Entschuldigung, geschaffen wurde. Und als Gott den Menschen geschaffen hatte, am Ende der sechs Tage, schaute er und sah, dass es sehr gut war. Ich meine, so steht es dann doch zumindest in der Bibel drin. So steht es zumindest in meiner Bibel drin. Wenn am Tag 1 war alles gut, am Tag 2 war alles gut, am Tag 3 war alles gut, am Tag 4 war alles gut, am Tag 5 war alles gut, aber am sechsten Tag, da war alles sehr gut. Vers 30, Genesis 1, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also am Ende, wo die Schöpfung fertig war, war alles sehr gut. Jetzt habe ich meinen Draht verloren. Aber ich wollte nur darauf hinaus, um zu sagen, es war alles sehr gut, weil Gott alles perfekt geschaffen hat. Dass der Mensch dann gefallen ist, das ist genauso ein
auf die erste Sicht im Perfektionismus wie der Fall von Luzifer. Man könnte ja sich auch die Frage stellen, wenn Gott schon von vornherein wusste, dass der geschaffene Engel Luzifer in die Sünde fallen würde und aus dem Himmel rausgeschmissen würde, warum hat er ihn denn dann erst geschaffen? Das sind Diskussionen für einen anderen Abend. Das kriegen wir hier heute nicht mehr unter. Der Punkt, den wir behalten sollen, ist, alles war gut. Alles war sogar sehr gut, als Gott alles geschaffen hat und auch den Menschen geschaffen hat. Aber der Teufel, der will euch eben weismachen, dass ihr klein und unbedeutend und eben nicht gut seid. Deswegen die Lehre von einem sich ständig ausbreitenden Universum mit einer Erde, die sich mit so und so viel 1000 Stundenkilometern um sich selbst dreht und mit 100.000 Stundenkilometern durch das Weltall fliegt. Und irgendwo, ein ganz kleiner Punkt, irgendwo in diesem riesigen Universum ist, total unwichtig, kann man nicht mal mit einem Vergrößerungsglas aus was weiß ich wie vielen Millionen Lichtjahren Entfernung erkennen. So unwichtig sind wir und die Menschen, die hier leben, sowieso unwichtig und dumm sind. Und deswegen brauchen wir künstliche Intelligenz. Der Mensch hat keine Intelligenz, die gut genug ist, um dafür zu sorgen, dass er überleben kann. Weil der Mensch bringt sich mit seiner Intelligenz und der globalen Erwärmung nur in die Probleme. Er kann nicht für sich selber sorgen, er kann nicht dafür sorgen, dass genug Essen da ist, genug Trinken da ist, dass die Luft sauber ist, dass die Wasser sauber sind und so weiter und so weiter und so weiter. Das wird uns gelehrt. Ja? Also muss da eine künstliche Intelligenz her und diese Intelligenz wird sich über den Menschen stellen und wird im Grunde den Menschen nachher kommandieren. Das Problem ist nur, und damit schließe ich das ab und dann lasse ich Max ans Wort, das ist keine künstliche Intelligenz, sondern dahinter sitzen Leute mit einer ganz normalen Intelligenz, mit einem Geist, die dieser Maschine oder diesen Maschinen ihre Intelligenz aufindoktrinieren. Das ist der Punkt, dass wir nachher alle in einem Utopia leben, wo wir von Maschinen mehr oder weniger kontrolliert werden und diese Maschinen werden von Menschen kontrolliert und nicht von einer künstlichen Intelligenz. Und das sagt euch keiner. Das ist die Agenda, wo alles hingeht. Und wer Filme gesehen hat wie Schöne neue Welt von Aldous Huxley oder auch 1984 von von George Orwell, der wird das früher oder später auch mal verstehen, denke ich mal. Das war jetzt vielleicht ein ganz interessanter Ausflug, um die Lesung für heute soweit zu beenden, denke ich für mich zumindest. Aber ich möchte gerne noch die abschließenden Worte an meinen Bruder Max überlassen, der dann natürlich auch kommentieren kann, das, was ich gerade eben gesagt habe. Da können wir noch mal ein paar Minuten drüber schnacken, wenn mir auch noch was dazu einfällt. Ansonsten lasse ich Max jetzt das Schlusswort für heute. Bitte schön. Ja, mit der künstlichen Intelligenz hast du natürlich auch wieder das angesprochen, was ja gerade heutzutage auch überall breit diskutiert wird. Und ich denke, das ist auch einfach ein Punkt, wo der Mensch sich selbst zeigen will, dass er etwas Intelligentes erschaffen kann. Dass also sich der Mensch auf eine gewisse Art und Weise Gott gleich macht. Nichts anderes eigentlich ist es doch, wenn uns erklärt wird, dass künstliche Intelligenz im Labor gezüchtet werden kann. Und sie sogar die Intelligenz der Menschen dann übersteigt. Also siehe, was habe ich hier als Mensch alles Tolles geschaffen. Ja. Und das ergibt doch dann zusammen mit dem, was wir hier heute auch schon wieder besprochen haben, mit der Lehre, die uns dann gelehrt wird, doch ein recht stimmiges Bild. Nämlich das Bild des Widersachers. Luzifer, der sich im Grunde genommen Gott gleich machen wollte. Und da erkennt man dann, denke ich, schon sehr deutlich, wessen Geisteskind dieser Agenda auch wieder ist. Und ich will eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde, wir haben auch sehr viel generell auch heute gesagt zu den ganzen Punkten, die du jetzt nochmal angeführt hast zur künstlichen Intelligenz. Es ist nicht möglich, dass etwas Nicht-Materielles Materielles erschafft. Punkt aus. Ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das ist halt einfach so. Und da bringt es auch nicht zu sagen, wir erschaffen künstliche Intelligenz, weil in dem Satz steckt ja schon, dass wir es erschaffen haben, sprich der Programmierer hat es erschaffen. Ja. Also es ist nicht einfach aus Materie dann künstliche Intelligenz erschaffen worden, sondern es wurde programmiert, dass es so ist, wie es ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, wir sind selbst geschaffene Wesen und wir geschaffene Wesen können keinen Geist erzeugen. So einfach ist das. Ich meine, das, so sollte man das vielleicht auf den Nenner bringen. Ja, ist das nicht richtig? Wunderbar. So ist es richtig, ja, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ne? Dass wir also, ja, da wir ja nun mal selbst Materie sind. Wir sind ja keine genau. Geisteswesen. Ja. Ne? Ja. Genau. Wir sind, erst Geisteswesen, wenn wir von diesem Fleisch, von diesem sündigen Fleisch erlöst werden. Dann sind wir Geisteswesen. Ich habe letztens unter einem Kommentar von, ich glaube, das war von diesem Conorebi, der da so ein Evolutionsvideo gemacht hat, der da leider auch noch ein bisschen auf der falschen Fährte ist mit. Ja, Ein Kommentar gelesen, da hat einer geschrieben, hat einer Hegel zitiert, die Welt ist Geist, da bin ich aus einem Wolken gefallen, wie man so sprichwörtlich sagt, und habe dann mit Johannes geantwortet, ich weiß nicht genau, welche Bibelstelle das ist, aber wo es heißt, dass Gott Geist ist und dass, wenn er sagt, dass die Welt Geist ist, er im Grunde nichts anderes tut, als Satan zu Gott erklären. Ja. Und ich denke, ja, mit einer solchen Doktrin, eine solche Doktrin hat zur Folge, dass sie als Frucht eben solche Menschen wie auch die deutschen Rationalisten zu ihrer Zeit hervorbringt und die Menschen, die heute solche deutschen Rationalisten dann zitieren und meinen, sie hätten ja die Weisheit dieser Welt, also kann ihnen kein anderer irgendwie was anderes erzählen. Und es gibt vor allem einen Punkt, worauf ich jetzt hinaus will, um das Ganze auch abzuschließen. Es gibt die Bibel und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus Christus uns, der wahren Kirche Christi, dieses Buch ein zweites Mal gegeben hat, wie es uns Jesus Christus in seiner Offenbarung im Kapitel 10 offenbart. Da ist Jesus Christus dargestellt als ein Engel und der überreicht Johannes in seiner repräsentativen Form der wahren Christen zu jener Zeit zum zweiten Mal die Bibel. Und gib dem im Auftrag, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Und ich bin da so dankbar für, dass Jesus Christus uns durch Personen der Reformer, unter anderem Martin Luther, ermöglicht, dass wir heute das Wort Gottes studieren können. Und komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich eigentlich nur dankbar dafür bin, dass es heute so ist, wie es ist. Dass wir also nicht nur das Internet für uns biblisch gesehen nutzen können, um die Geschichte im wahren Licht zu studieren und die Geschichte damit dann in den wahren Einklang des Wortes Gottes bringen zu können. Ich bin zumal auch viel mehr dankbar dafür, dass einfach die Bibel uns wieder zur Verfügung steht. Das ist also wirklich etwas, was man absolut nicht leicht schätzen sollte. Schon gar nicht heutzutage. Wenn man dann wirklich mal sich die wahre Geschichte zur Gemüte geführt hat. Und ich glaube, jeder, der diesen Kanal hier von dir, Jörg, kennt, der sich ein bisschen damit befasst hat, der kommt sehr schnell hinter die wahre Geschichte. Du bist ja auch gerade am Lesen von der Geschichte des wie heißt das hier, mit von Charles Lear. Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Ja, sicherlich auch ein sehr interessantes Werk, was, wenn es dann mal vollständig hochgeladen ist, sicherlich auch noch ein bisschen dauern wird. Ja, da muss ich mal eben ganz entschuldigen zu sagen, mit all den ganzen anderen Sachen, die ich mache. Ich bin da gerade mal auf Seite 280 oder sowas im ersten Band. Ja. Alle drei Bände zusammen haben etwas über 1800 Seiten. Ich habe erst 25 Videos, glaube ich, produziert, wovon ich auch erst 14 hochgeladen habe. Das ist leider eine Arbeit, die lange nicht das Tempo hat, das es verdient. Da möchte ich mich schon mal hier an dieser Stelle für entschuldigen, aber es ist eine Arbeit, die ich ganz sicher zu Ende führen werde. Ja, ja, ihr könnt euch das Buch ja auch selber beschaffen, die drei Bände, und lesen. Oder schaut euch andere Bücher an und vor allem schaut euch eure Bibel an. Ne? Weil im Grunde genommen nichts anderes erzählt uns die Bibel schon seitdem die Erde geschaffen wurde. Das Wort Gottes ist und bleibt unverändert. Ja? Und im Grunde genommen ist es dann auch egal, was ihr zusätzlich lest oder was ihr euch anhört an Geschichtslehren. Der Punkt ist einfach nur der, dass wenn man sich mit der wahren Geschichte beschäftigt, und das tut der Jörg dann auch in dieser Lesung, wenn sie dann nach wie vor auch hochgeladen wird, dass sich die Bibel an all den Punkten auch in der Offenbarung immer wieder bewahrheitet. Und insofern reicht es auch aus, dass man vor allem eins tut, sich mit der Bibel zu befassen. Und in diesem Sinne möchte ich natürlich auch wieder schließen mit dem üblichen Spruch. Du hättest jetzt noch was, Jörg, was du ergänzen möchtest? Nein. Nee. Ja, in diesem Sinne, lest eure Bibel und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Und seid gesegnet und wir hören uns dann. Bis dann. Maranatha. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished.
keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.